Klassiker der Stadtkurse. Die schwimmende Energy Station und überhaupt kein Platz für Fahrfehler. Monaco. 3,3 Kilometer durch das Stadtzentrum. 78 Runden. 260 Kilometer Renndistanz. 5 sehr kurze Geraden. 7 langsame Kurven. Keine Überholmöglichkeiten. Topspeed 286 km/h. Willkommen in Monaco. Ich nehme Sie mit auf eine fliegende Runde im Red Bull Formel 1 Simulator. Und los geht's. Gleich in die erste Kurve, runter in den dritten Gang. Extrem schwer, den Scheitelpunkt zu treffen. Aufpassen am Ausgang, kein Platz für Fehler. Dann geht's hinauf den Casinoberg. Unheimlich steil, kriegt man im Fernsehen gar nicht so mit. Auch unheimlich eng. Über die Kuppe, im Blindflug hinein in die Casinokurve. Vierter Gang, durch die rechts, extrem starke Bodenwellen und ein großer Hügel am Ausgang. Runter zur Mirabeau-Kurve, zweiter Gang, die Räder bleiben gerne stehen. Hinein in die Hotelkurve, langsamste Stelle der Formel 1 der ganzen Saison. Dann geht's weiter, Mickey Maus, doppelrechts. Und dann hinein, bumm, in den Tunnel. Hochbeschleunigen bis in den siebten Gang. Vollgas durch die rechts im Tunnel. Lichtschattenwechsel wieder in die grelle Sonne hinein. Runter zum Hafen, in die Hafenschikane. Wichtig, die Schikane sauber zu treffen. Der Bremspunkt muss passen, ansonsten verfehlt man den Scheitelpunkt. Schwimmbadkurve, die schnellste Kurve der ganzen Strecke. Vierter Gang in die Schwimmbadschikane. Vierter, fünfter Gang. Und sofort in die nächste Rechts-Links-Kombination. Extrem vorsichtig hier am Gas, ansonsten klebt die Hinterachse in der Leitplanke. Runter zu Raskas, wieder erster oder zweiter Gang. Extrem langsam, vorsichtig in die letzte Kurve hinein. Achtung, die Leitplanke kommt extrem nah. Das war eine Runde in Monaco.